Gebaut von Kleinbergleuten mit bloßer Muskelkraft. Unersetzliche Mineralien für unsere digitale Technik. Tantal, Zinn, Wolfram und Gold. Der Reichtum an Rohstoffen. Ein Grund für Krieg im Kongo seit über 20 Jahren. Er ist eine der größten Tragödien unserer Zeit, mit schätzungsweise 6 Millionen Toten. Die größte UN-Mission der Welt will diesen Wahnsinn stoppen. Die 20.000-Mann-Truppe wird von Force Commander Santos Cruz geführt. Der Brasilianer fliegt jetzt ins Rebellengebiet. When you arrive in Meriki, you have the area, the landing site like this, and you have the houses here. And here the llama. We depart with the patrol. We call the attack helicopter here. Yes, sir. Okay. I'll be on station, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Let's go. Charles, excuse me. Die Truppe ist international. Die Blauhelme stammen aus über 60 Ländern. Zum Teil aus Staaten, die selbst keinen Frieden und keine Demokratie kennen. Die Mission ist einzigartig in der Geschichte der Vereinten Nationen. Seit 2013 ist es ein Kampfmandat. That area in the last 6 months they killed almost 400 people, innocent people, without any connection with armed groups. Many children and 5 years old, pregnant women, all of them with machetes and axes, and then it's one violence with the objective of to terrorize the population. Congo has a very sad history. Ausgerüstet mit schweren Waffen. Der Kern des Kampfmandates ist die 3000 Mann starke Interventionsbrigade. Sie darf angreifen, wenn es nötig ist. Wo der General jetzt hinfliegt, brodelt seit Jahrzehnten der Bürgerkrieg. Fast 50 verschiedene Rebellengruppen machen den Ostkongo zu einem Flickenteppich. 7000 Kämpfer stehen unter Waffen. Von Großgruppen bis Kleinstbanden mit nur 40 Mann. Und die Nachbarstaaten Ruanda und Uganda sind Teil des Konflikts. And here you have armed groups spreading. They're almost 2,000 kilometers from the north to the south. It's much more than one local problem. It's one regional problem. Durch fragwürdige Entscheidungen des kongolesischen Regimes steht Force Commander Santos auf verlorenem Posten. Die UNO musste die Zusammenarbeit mit der Armee stoppen. Das Ziel des Regimes, Machterhalt durch Chaos. Sie fördert die Instabilität. Das Morden geht weiter. Denn für die UN-Mission ist die Kooperation mit der Regierung entscheidend. Sie braucht Armee, Polizei und lokale Würdenträger, um herauszufinden, wer Freund, wer Feind ist. Denn die Blauhelmsoldaten sprechen fast nur Englisch oder Französisch. Ein Teufelskreis und ein großes Problem. In the countryside people speak Swahili. Swahili, Lingala, they have different languages. Unsicherheit liegt in der Luft. Die Angst vor unechten Polizisten, die nicht wirklich im Dienst stehen. Oft erben Polizisten Uniform und Waffen und verdienen mit Erpressung ihren Lebensunterhalt. Ja, er ist ein real Polizist. Neben sporadischen Kontrollen kann die UN oft nur beobachten, wie die Bevölkerung Spielball von Rebellen und Regime ist. Der deutsche Diplomat Martin Kobler leitet die UNO-Mission. Der 63-Jährige ist auf dem Weg ins Rebellengebiet. Er verschafft sich einen Überblick. Denn morgen muss er mit der kongolesischen Regierung verhandeln. Das Ziel, eine gemeinsame Linie für die anstehende Verlängerung des UN-Mandates. Das Mandat der MONUSCO,
Wie die Mission im Kongo heißt, ist die teuerste in der Geschichte der Vereinten Nationen. 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Martin Koblers großes Problem: Unangekündigt sabotiert das kongolesische Regime die lang geplante Zusammenarbeit mit den Blauhelmsoldaten. Eigentlich wollen sie hier gemeinsam mit der UNO die Rebellen bekämpfen. Doch so bleiben Vertreibung, Vergewaltigung und Massaker Alltag. Und Kobler kämpft sich alleine durchs Bürgerkriegsgebiet. Schweres Terrain. Nicht nur für seinen gepanzerten Geländewagen. Ja, wir machen heute 50 Kilometer in 5 Stunden. Also das ist schon schwierig. Traurige Tatsache, ohne die UNO hätten die Menschen hier überhaupt keinen Schutz. Mir persönlich ist es schon wichtig und ich teile meine Woche auf. Ich nehme halt jetzt die Eindrücke hier mit in die Verhandlungen mit dem Außenminister, mit dem Verteidigungsminister, die ja jahrelang selber nicht hier waren. Ja, und das ist, finde ich, schon mein Mehrwert. Denn das Kriegschaos im Kongo ist schwer zu fassen. Wer ist Rebell? Wer ist Soldat? Die Grenzen von Gut und Böse verschwimmen. Doch die Rebellen der sogenannten FDLR dominieren hier das Gebiet. Et si les FDLR passent ici, qu'est-ce que vous faites? Rebellen und Soldaten kennen sich und wechseln oft die Seiten. Die kongolesische Armee besteht zum Großteil aus Ex-Rebellen. Die Ungewissheit ein ständiger Begleiter. Wer ist Freund? Wer Feind? Häufig beziehen Rebellen ihre Waffen aus Armeebeständen. Viele Soldaten erheben illegalen Wegezoll. Die verworrene Lage macht für Martin Kobler die Kooperation mit dem Regime kompliziert. Sein Weg führt jetzt in die Hauptstadt. Die Regierung hat Probleme mit einer so mächtigen UN-Mission. Ist sie doch eine Art Parallelregierung im eigenen Land? Und Kobler ist ein penetranter Mahner der Menschenrechte. Gerade jetzt, wo sich das Regime vor Neuwahlen drückt. Für Frieden müsste die MONUSCO flächendeckend präsent sein. Doch dafür ist selbst die größte UN-Mission der Welt zu klein. Force Commander Santos kann nur vereinzelt helfen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist entwurzelt und gleich mehrfach vertrieben. Fast 3 Millionen Menschen sind hier heimatlos. The population, they don't have option. The population need to survive. They support the one in charge in the village. Und die haben hier die Rebellen. Sobald Blauhelme anrücken, verstecken sie sich, scheuen den offenen Kampf. We have much more results when we work together and support the national security institutions like the army and the police. Die erfolgversprechende Idee: Die Kongolesen stellen Soldaten, die UN im Gegenzug Spezialisten und Technik wie Helikopter und Drohnen. Pikanterweise geht etwas weiter nördlich die UNO zusammen mit der kongolesischen Armee genau so vor. Dort kämpfen sie gemeinsam gegen eine andere Rebellengruppe. Aber hier im FDLR-Gebiet hat die Regierung offenbar kein Interesse. Obwohl die FDLR mit 2000 Kämpfern die größte bewaffnete Gruppe ist. In den nächsten Tagen entscheidet der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York über die Verlängerung des Mandats. Vorher trifft der oberste Militär Santos den Missionschef Kobler. Okay. What did you do? I fell down. You fell down or you had to fight?
Martin Kobler berichtet ihm von seinem bevorstehenden Gespräch mit dem Außenminister. Denn was sie beschließen, muss der Generalleutnant umsetzen. Nur so wird New York das Mandat verlängern. This is Aito Chibanda now. Within 10 days we get something done. Der 64-jährige Force Commander kennt die Herausforderungen von Spezialmissionen. Vor seiner Zeit im Kongo leitete er die UN-Mission auf Haiti. Doch der Einsatz hier militärischer, von Chaos und Gewalt geprägt. Because all these four, six armed groups they have here, the most important for, they don't have a political agenda. Why they have armed groups? Because they profit from that. It's business, it's money. Ein Grund für den nicht enden wollenden Bürgerkrieg im Kongo ist sein Reichtum an Bodenschätzen und die weltweite Gier danach. Das Land platzt förmlich vor Rohstoffen für unsere digitale Technik, wie Handys und Computer. Mit dem unkontrollierten Abbau von Mineralien finanzieren sich Rebellengruppen und korrupte Soldaten. Durch einen Minen-TÜV will der deutsche Geologe Uwe Neher nun die Anarchie beim Abbau stoppen und damit Frieden fördern. Wir hatten eine Mineninspektion letzten Jahres, wo festgestellt wurde, die Mindestanforderungen sind erfüllt. Es gibt keine Kinderarbeit hier, keine bewaffneten Gruppen, die sich durch diesen Abbau finanzieren, keine illegale Besteuerung, Menschenrechte werden eingehalten. Für Uwe Näher von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sind das gute Voraussetzungen, um diese Coltan-Mine bald zu zertifizieren. Denn sie ist einer der größten Lagerstätten und in ihr soll industriell abgebaut werden. Coltan, das wurde dann richtig aktuell so im Jahr 2000. Und da war eben dieser Handyboom und da war weltweit eine Knappheit und es wurden astronomische Preise auch gezahlt, die nie wieder erreicht wurden seitdem. Aber seither ist Kongo und die große Seenregion auf der Karte als Produzent von Coltan. Die Mine in Kisengo wäre das dritte geprüfte Bergwerk im ganzen Land. Im Zentrum der Prüfung stehen 5 Prinzipien und 21 Standards wie Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Herkunftsnachweis. Wir nehmen von jeder Grube eine Probe und analysieren die. Dann haben wir die Swinifarter-Probe in der Datenbank und dann kann man abgleichen später. Hier im Labor der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe untersucht man die Farter-Probe. Mit Hilfe eines Massenspektrometers wird ein geochemischer Fingerabdruck erstellt. Dabei verdampft ein Laser Teile des Coltans. So entsteht eine Datenbank mit Proben aus allen Minen im Kongo und den Ländern der großen Seenregion wie Ruanda und Burundi. Bei Verdacht auf Betrug kann man so nachweisen, ob das Material aus einer geprüften Mine stammt. Zusammensetzung und Musterung jeder Probe sind einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Der perfekte Herkunftsnachweis. Deutschland ist einer der größten Abnehmer von Mineralien. Unsere Industrie kauft sie jedes Jahr im Wert von 200 Milliarden Euro. Wie etwa Coltan, aus dem man Tantal gewinnt. Es ist ein Wundermetall mit extrem hohem Schmelzpunkt und super Leitfähigkeit. Heiß begehrt von der Elektronikindustrie und damit im Blickfeld der Politik. Uwe Neher muss jetzt nach Kinshasa. Dort wartet sein Auftraggeber, der Bundesentwicklungshilfeminister. Ja, meine Aufgabe überwiegend ist politische Arbeit. Auch Informationen der Politiker, die Politikberatung. Also wir haben da einiges. Das gehört alles dazu. Seine Mission: Transparenz beim Abbau und Rohstoffsicherheit für unsere Industrienation. Kongo hat ja den Ruf, ein geologischer Skandal zu sein, wegen seines Mineralienreichtums. Kongo produziert ja neben den Konfliktmineralien auch noch Diamanten, Kupfer, Kobalt, Uran, Zink, um einige davon zu nennen. Das Land eine Art Gemischtwarenlager für Rohstoffe. Das macht den Kongo so attraktiv. Doch solange der Abbau den Bürgerkrieg finanziert, stellt er ein moralisches Problem für Industrie und Konsument dar. 2000 Kilometer weiter westlich der Bürgerkriegsregion. Hier wird das riesige Land regiert. Der Kongo, 7-mal so groß wie Deutschland.
Martin Kobler bereitet sich auf die stockenden Verhandlungen mit dem Regime vor. Sein Ziel, die Mandatsverlängerung. Er ist der Diplomat für die schwierigen Einsätze und war schon in Afghanistan und im Irak. Davor leitete er das Büro von Joschka Fischer, dem joggenden Ex-Außenminister. Ich habe erst mit 50 angefangen, da war ich weg von Fischer. Au! Aber ich habe das natürlich bei Fischer gesehen. Das ist beruhigt. Ausdauer braucht der Deutsche jetzt beim kongolesischen Außenminister. In 2 Tagen müssen sie einen Kompromiss finden und damit nach New York fliegen. Doch es kriselt. Das Regime will die Macht der UN reduzieren. Die Forderung 6.000 Blauhelme weniger. Fast ein Drittel der Truppe. Hier haben wir auch zum Teil unterschiedliche Vorstellungen. Die kongolesische Seite will, dass wir schneller rausgehen. Wir sind der Auffassung, das eher noch ein bisschen zu strecken. Gute Miene zum bösen Spiel des Regimes. Kobler muss jetzt bei Minister Tshibanda auch um sein wichtigstes Projekt kämpfen. Die lang geplante Zusammenarbeit im Krieg gegen die Rebellen. Doch die Regierung hat die Aktion sabotiert. Es hat Generäle gegen Offiziere ausgetauscht, die bei der UN auf der roten Liste stehen. Die Einheiten der Offiziere sollen gemordet und geplündert haben. Kobler stoppte die Kooperation. Kongo, eine geschundene Nation. Über 30 Jahre herrscht Mobutu in der belgischen Ex-Kolonie. Er tauft das Land Zaire und ruiniert es. Am Ende Plünderung und Krieg. Nach dem Völkermord in Ruanda eroberte Rebellenchef Laurent Kabila den Kongo. Es kommt zu Flucht und Vertreibung. Millionen Menschen sterben. 2001 wird Kabila ermordet. Seither ist sein Sohn Joseph der starke Mann im Staat. Er wurde 2006 gewählt, doch schon die zweiten Wahlen sind nicht mehr demokratisch. Bevor Martin Kobler vor den Sicherheitsrat tritt, trifft er den Geologen Uwe Neher. Er ist unser Experte, wenn es um Konfliktmineralien geht. In der deutschen Botschaft hat er Besuch vom Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Er will sich über das Schlüsselprojekt seines Ministeriums im Kongo informieren, den Bergbau-TÜV. Also mein Apple iPhone basiert das auf zertifizierten Mineralien, Coltan, Wolfram, Zinn. Oder muss ich davon ausgehen, das ist nicht der Fall? Bei Apple und Samsung ist das nicht der Fall. Hier gibt es also noch großen Nachholbedarf. Denn was die Bergleute unter großen Gefahren mit ihren Händen ausbuddeln, haben wir in unseren Handys. Das ist Coltan. Das wird geliefert an die Chipshersteller. Ohne diese wertvollen Mineralien gäbe es keine digitale Technik. Aus Coltan bzw. Tantal werden winzige Kondensatoren mit hoher Kapazität hergestellt. Zinn wird zum Löten verwendet. Gold kommt auf die Leiterplatten und in Verbindungen. Wolframit, bekannt von der Glühbirne, steckt im Handy-Vibrator. Der Kongo-Krieg im Handy, das ist die schmutzige Seite der Globalisierung. Muss ich leider ein bisschen fast schon unterbrechen, weil wir dann zum Ministerium müssen. Vielen Dank an alle. Der Minister hat es eilig. Nur wenige Stunden sollen reichen für das Schwerpunktland deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Direkt und indirekt fließen jährlich fast 250 Milliarden Euro Steuergelder in den zentralafrikanischen Staat. Treffen mit dem kongolesischen Umweltminister. Er ist einer von über 40 Ministern unter Präsident Kabila und eher ein Leichtgewicht in der Regierung. Ganz im Gegensatz zu seinem Gastgeschenk. Größer als auch Geheimnis, weil man nicht alle Seiten so von sehen kann. Man muss ihn umdrehen, man muss von allen Seiten hingucken, um wirklich zu entdecken, was in ihm steckt. Ja, das ist mit das interessanteste Tier, das der Planet hat. Und ich freue mich, dass Sie auch den Tierschutz zum Waldschutz auf dieselbe Ebene stellen. Wir machen ein symbolisches Bild, die Welt und der Elefant. Das deutsche Geschenk, ein Glasglobus.
Zusammenarbeit bedeutet auch Einflussnahme. Deutsche Berater sitzen direkt im kongolesischen Ministerium, verteilen Ideen und Geld. De quoi avez-vous parlé? Ich wüsste einfach gern, worum es sich bei Ihrem Gespräch gedreht hat. Deutschland unterstützt die Regierung finanziell, aber auch darüber hinaus bei der Zertifizierung und beim Aufbau von neuen Absatzwegen. Deutschland, Europa ist hier ein guter Markt. Bei Entwicklungshilfe geht es nicht nur ums Geben, sondern auch um Macht und Ressourcen für unsere Industrie. Deshalb ist Uwe Näher seit mehr als 10 Jahren hier, in einem der ärmsten Länder der Welt. Gestern hat jemand gesagt beim Empfang vor dem Minister, dass man den Kongo entweder hasst oder ihn liebt, aber ich finde, das wird eher zutreffen, eine Hassliebe. Es gibt Sachen, die treiben mich völlig zum Wahnsinn. Gerade Behördenwillkür und diese ganze Korruption. Während dann die Menschen wiederum sind total super. Ich wünsche eigentlich, dass meine Kinder hier mal herkommen, das mal sehen, dass sich eigentlich das Leben nicht nur um Xbox und Shopping und solche Sachen dreht, sondern dass sie auch mal sehen, wie die Leute hier tagtäglich ums Überleben kämpfen. Sich durchwursteln. Debrouillardisme nennen das die Kongolesen. Niemand weiß, ob er abends etwas im Magen hat. Jeder schaut, wie er durchkommt. Feste Jobs gibt es nicht. Kreativität ist gefragt, um zu überleben. Egal ob mit Kopfladen oder als Taxifahrer. Schuld an der Misere, vor allem die gierige Elite. Sie nimmt sich alles, der Rest leidet. Ein offenes Geheimnis, die Entwicklungshilfe finanziert und stabilisiert auch das Regime. Ein bitteres Beispiel, der Kabila-Clan baut im großen Stil Häuser und vermietet sie gewinnbringend an Entwicklungshelfer. Wir haben für Sie, wo ist denn der Dirigent, der Chef? Wie heißt der Mister? Armand. Er ist ja zwischenzeitlich ein bekannter Mann. Wir haben Ihnen eine Kiste mitgebracht, insbesondere an Ausrüstung. Kinderblockflöten für das einzige Symphonieorchester des Landes, das eigentlich nach guten Geigen giert. Die nett gemeinte Spende ist bezeichnend für die fehlgeleitete Entwicklungshilfe. Seit den 60ern floss fast 1 Billion Euro von den Industrienationen nach Afrika. Die Wirkung bescheiden. Minister Möller ist zum ersten Mal im Kongo. Aber auch er dürfte in seinem gepanzerten Mercedes die Willkür des Regimes gespürt haben. Wie isoliert das Land ist und dass der Facebook-Account seines Ministeriums blockiert ist. Denn Präsident Kabila hat die sozialen Medien weitgehend gesperrt. Der Grund? Ein Aufstand von Studenten und Opposition gegen seine Regierung. Ende Januar gab es hier eine Revolte, es starben junge Menschen vor allem. Das Internet wurde abgeschaltet. Was haben Sie denn konkret mit dem Premierminister gesprochen? Ich meine, die Regierung mal darauf hinzuweisen? Die deutsche EZ ist klar positioniert. Ein Weg in Richtung Stärkung der demokratischen Strukturen, den Friedensprozess im Ostkongo unterstützen. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Und Elend und Not, sage ich mal, zu überwinden. Klare Worte klingen anders von einem verantwortlichen Minister. Dem Regime wird wohl kritiklos der Hof gemacht. Der Protest brach los, weil Präsident Kabila die Verfassung ändern wollte. Denn er darf nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten. Die Reaktion des Regimes? Es schaltet das Internet ab, um die Koordination des Aufstands zu stoppen. Das traurige Ende, 42 Tote und unzählige Gefangene. Das Land, ein gescheiterter Staat und im Osten wütet ein Bürgerkrieg. Diesen zu beenden ist die Mission der MONUSCO seit 16 Jahren. Die UN-Büros ein Provisorium. Sie zeugen von der Idee, schnell Frieden stiften und abziehen. Doch tatsächlich steckt sie fest. Und je länger sie bleibt, desto sichtbarer werden Probleme und negative Nebeneffekte. Auch das UN-Personal treibt mit seiner Kaufkraft die Preise in die Höhe und füttert mit seinen Devisen das Regime. Ein Erfolg, das UN-Radio.
Es ist das einzig freie Medium, das landesweit sendet. Ohne den Schutz der UNO würde es vom Regime sofort geschlossen. Ein Grund für Martin Kobler, weiter für das teure Mandat zu kämpfen. 7% davon finanziert Deutschland. Über 100 Millionen Euro jedes Jahr. Geld fehlt dennoch. Wenn die Armee selbst nicht in der Lage ist, gut bezahlt und gut ausgebildet die Sicherheit wahrzunehmen, dann wird das Land hier nicht zur Ruhe kommen. Bevor er nach New York fliegt, Zwischenstopp in den Unruheprovinzen. Ein UN-Stützpunkt im Rebellengebiet. Inder stellen hier die Soldaten. Deutsche Militärs gibt es kaum im Kongo, eher Diplomaten wie Kobler. UN-Missionen sind für einige Nationen ein Geschäft. Sie finanzieren damit zum Teil ihre Armeen. Für einen Soldaten zahlt die UN 1.200 Euro im Monat. Nur ein Bruchteil davon geht an die Soldaten. Das senkt die Motivation und fördert den Vorwurf, Blauhelme beobachten nur, zählen Leichen, statt Massaker zu verhindern. Kobler selbst geht in die Offensive. Die Truppe muss risikofreudiger werden. Die Truppe muss flexibler werden. Sie müssen zu Fuß durch den Dschungel. Wir hatten im letzten Jahr 50.000 Patrouillen. Aber kein einzige dieser Patrouillen hat eine Feindberührung gehabt. Da fragt man sich dann schon, warum. Bloß kein Blutzoll. Die Regierungen der truppenstellenden Länder bremsen. Und welcher Soldat will sein Leben riskieren für einen fremden Konflikt? So leiden die Menschen weiter, nicht nur im Osten. Auch unser Tonassistent Chopper aus Kinshasa spürt die Gefahr. Est-ce qu'ils ont le droit de les détenir pendant une semaine et demie? On n'a pas de suite. La famille s'inquiète. Moi, il y a un qui travaille directement pour moi. Et moi, je m'inquiète parce que toute sa famille est derrière moi et je ne sais pas s'ils sont vivants ou pas. Je ne sais pas si vous avez assez d'informations sur cette affaire. Voilà, j'ai une chose. J'ai mentionné publiquement à une liste de ceux qu'ils pensent qui sont encore dans les prisons. On l'a discuté avec les autorités concernées et ils savent que nous savons et ça leur protège. Die Angestellten unseres Tonmanns sollten die Pressekonferenz von Filimbi filmen, einer Menschenrechtsorganisation. Der Geheimdienst löst die Veranstaltung gewaltsam auf. Alle werden festgenommen, darunter auch Journalisten aus Europa. Nur sie kamen bisher frei. Medienminister Mende bezeichnet die Menschenrechtler als Terroristen, die die Regierung stürzen wollen. Parce que la RDC n'a aucun besoin de fauteurs de troubles. Nous voulons des faiseurs de paix, pas des fauteurs de troubles. L'histoire du Congo ne s'écrira pas à Bruxelles, pas à New York. Eine Kampfansage an die UNO. Im Sicherheitsrat muss Martin Kobler jetzt Bericht abliefern und eine Verlängerung des Mandates rechtfertigen. Darüber entscheiden in wenigen Tagen die 15 Mitgliedstaaten. Ein Vetorecht haben nur die ständigen Mitglieder, USA, Russland, Frankreich, England und China. Der Rat ist das Kraftzentrum der UNO. Der kongolesische Außenminister hat Rederecht. Er und Kobler tragen beide ihre Sicht der Dinge vor. Natural resources exploitation in eastern DRC is valued to over 1 billion US dollars per year. A part of it is illegally smuggled out of the country, mainly gold. Uwe Neher ist unterwegs nach Kanuka. Dort will der Deutsche eine Mine prüfen. Ständige Kontrollen sind Teil des Bergbau-TÜVs, sonst verfällt die Zertifizierung. Er würde gerne die Prüfung auch auf Gold ausweiten, doch dabei gibt es technische Probleme und große Gefahren. Es war ja eigentlich ursprünglich geplant, dass wir auch zu der Musebe Goldmine fahren. Man muss sich das wie im Goldrausch vorstellen, da in Yukon oder in Kalifornien vor 200 Jahren. Dort wurde vor zwei Jahren Gold gefunden und inzwischen sind eben 50.000 Kleinbergleute graben da wie wild herum. Da hast du dann die Prostituierten, dann hast du die Polizei, Militärs, die da ein bisschen mitkassieren und die und sonstige mafiöse Strukturen. Also die Zustände sind natürlich dementsprechend. Und es ist also aus Sicherheitsgründen kann man da nicht hin. Geheim aufgenommene Bilder von dort zeigen, wie riesig die Siedlung ist. Aus dem Nichts ist die größte Goldgräberstadt Kongos entstanden.
Das Vorkommen ist so reichhaltig, dass die Arbeiter hier Gold ernten, statt es mühsam zu schürfen. Kontrolle wie bei Coltan ist nicht möglich. Gold aus verschiedenen Minen kann man leicht miteinander verschmelzen. Die Herkunft wird so verwischt. Ein Gramm ist 30 Euro wert. Viel Geld im Kongo. Die Nuggets können leicht geschmuggelt werden. In der Hosentasche. Der Dubai Creek. Wie zu Piratenzeiten spielt der Naturhafen am Persischen Golf eine entscheidende Rolle. Laut eines UNO-Berichts wird der Großteil des Konfliktgoldes aus dem Kongo hierher geschmuggelt. Auf dem Souk von Dubai, dem Goldmarkt, illegaler Handel. Der Trick, um den Deal zu beschönigen, die Schmuggler tauschen den Wert des Goldes direkt in Ware um. Arabische Holzschiffe liefern dann die Importprodukte aus China nach Afrika. Der Scheich duldet den illegalen Handel. Er macht Dubai reich, finanziert so auch Rebellen und korrupte Soldaten. Die UNO schätzt, dass 98% des im Kongo geförderten Goldes illegal außer Landes geschafft wird. Was eben in meinen Augen das große Problem ist, erstmal die Steuern, die nicht gezahlt werden. Das heißt, dieses Geld, das sind ungefähr 400 Millionen, schätzen wir, die dem Staat dadurch verloren gehen. Die werden natürlich nicht, sind natürlich nicht da für Schulen oder Infrastrukturen. Der Kongo hat eines der schlechtesten Straßennetze der Welt mit nur 3000 geteerten Kilometern. Weniger als das kleine Luxemburg. Das macht Transport teuer. Die Zertifizierung dieser 2000 Hektar großen Kassiterit-Mine ist jetzt die Mission von Uwe Neher. Aus Kassiterit gewinnt man Zinn, das in unserer Elektronik steckt. Hier bauen Kleinbergleute das Mineral mit bloßen Händen ab. Es wäre die vierte Mine und eine der größten des Kongos. Damit ist sie ein Muss. Uwe Neers Ziel, die wenigen großen Minen prüfen und damit 80% der abgebauten Mineralien kontrollieren. Sie sieht so aus wie ein altes Schlachtfeld mit Bombentrichter. Der Untergrund ist Sand, die graben ihre Gruben, waschen das Material und lassen halt die Löcher zurück. Also die bauen hier nur die oberen 2 Meter ab. Die Schicht ist 5 Meter dick, also das sind noch 3 Meter drunter. Das heißt, wenn hier mal industriell richtig im großen Stile was losgehen würde, dann wäre das hier alles Tagebau. Vor allem im Ostkongo lagern die Bodenschätze. Über 2000 Minen gibt es hier, der Großteil illegal. Das Wichtigste beim Abbau, Wasser. Die Minenfirma stellt es kostenlos bereit. Eine große Erleichterung für die Kleinbergleute. In kleinen Teams schwemmen sie die Erde aus. Einer wirft Sand auf die Rutsche, der andere Wasser. Alle gemeinsam holen sie so 200 Tonnen Kassiterit pro Woche aus dem Boden. Das ist also hier der Stand der Technologie, 200 Jahre, 250 Jahre Goldrush-Zeiten. Klondike, Kalifornien, Yukon. Da wurde die Technologie erfunden und ist bis zum heutigen Tag aktuell, also mit wenig Aufwand. Ich schätze, dass die so 60%, 70% rausholen vom Material. Das Prinzip schwere Trennung. Teppiche liegen auf der Rutsche. Das schwere Mineral legt sich in den Lappen ab. Zurück bleibt das wertvolle Zinnerz Kassiterit. Etwa 4 bis 5 Kilo schaffen sie so am Tag. Für Sicherheit sorgt die Minenfirma. Damit kein Streit ausbricht, bekommt jedes Team einen Claim abgesteckt. 10 auf 10 Meter, verteilt von der Kooperative der Kleinbergleute. Denn jeden Tag kommen mehr auf der Suche nach ihrem Glück. What happens if they have 50,000? Will you limit them to come or will you put restrictions on them or will you just let them do what they do? Let me tell you that if you put any restriction, yeah, any limitation to them, then you create problem. Okay. Because they have to survive. We need to ensure that they continue their life without disturbing our project. This is the main thing to do. We can't just come one morning and say, go out of, yeah, our concession. We can't do that. In 2 Jahren ist hier eine Zeltstadt für 7000 Menschen entstanden. Die Arbeiter kommen von überall her. Seit mehr als 2 Jahrzehnten herrscht Bürgerkrieg. Flucht und Vertreibung über Generationen.
Schon lange haben sie ihre Anbauflächen verloren und verlernt, Ackerbau zu betreiben. Der Kleinbergbau ist lukrativ und ihre einzige Hoffnung. Der UN-Sonderbeauftragte Martin Kobler kämpft sich wieder durchs Rebellengebiet. Can you stop here? Here, please. Eine verlassene Teeplantage, die Kivu-Region, reich an Bodenschätzen und das Hochland enorm fruchtbar. Someone is collecting. Yeah. But how do they do it? I don't know. We'll find out. But someone is maintaining this. It's not totally abandoned. Das wirtschaftliche Potenzial eines zerfallenen Staates von geopolitischer Bedeutung wird hier sichtbar. Das Einzige, was dem Verfall trotzt, sind die Häuser aus der späten Kolonialzeit. Entrückt und wie aus einer anderen Zeit. Doch es gibt noch jemanden, der geduldig wartet auf bessere Zeiten. Der Arbeiter hat hier für Lipton viele Jahre Tee gepflückt, bis der Krieg kam und der Konzern die Plantage aufgeben musste. Die Hoffnung auf Besserung bleibt, auch beim Missionschef. Er muss weiter zu einem besonderen Gespräch. Er will Rebellen davon überzeugen, die Waffen niederzulegen. Doch vorher braucht er Informationen von vor Ort. Überzeugungsarbeit an der Basis des Bürgerkriegs. Die UN betreibt ein Programm für die Reintegration von ehemaligen Rebellen. Doch in den letzten Wochen haben sich gerade einmal 17 Kämpfer ergeben. Das Mantra Martin Koblers, werben für das Programm vor lokalen Chefs und Militärs, erklären, dass ihnen nichts passiert, sollten sie sich ergeben. Ich habe mit Victor gesprochen. Je leur ai dit au mois de décembre, maintenant on a jusqu'à 2 janvier pour se rendre sur notre appui. Et c'est la situation, ils ne veulent pas. Et c'est aussi à vous, parce qu'on a les FDLR qui vivent ici aussi à Nyanzali. Alors parlez avec eux et dites-leur de se rendre chez nous, la MONUSCO, les FRDC. Die Situation ist heikel. Das anwesende kongolesische Militär will nicht gefilmt werden. Alles hängt irgendwie zusammen. Die Rebellen in diesem Gebiet kommen ursprünglich aus Ruanda. Dorthin sollen sie zurück. Doch sie leben schon 20 Jahre hier, haben Familien. Rückkehr in die alte Heimat ist für viele keine Option. Auch für Chopper, unseren Tonassistenten, wird die Heimreise zum Problem. Er bekommt seit Tagen mysteriöse Anrufe, wahrscheinlich vom Geheimdienst. Sie locken ihn mit Geld. Die wollen mich verhören, aber sie sollen sich zu erkennen geben. Ich will mich in Ruhe mit einem Anwalt vorbereiten dürfen. Ich habe Angst, nach Kinshasa zurückzukehren. Angst um meine schwangere Frau, dass wir verschleppt werden. Die Minenprüfung geht weiter. Uwe Näher checkt den Verkauf. Die Kleinbergleute liefern ihre Mineralien an Zwischenhändler. Sie trocknen das noch nasse Material und entfernen den Sand. Jedes Gramm ist kostbar. Der Preis für ein Kilo hier etwa 4,50 Euro. Auf dem Weltmarkt das Doppelte. Die Kleinbergleute können davon leben. Nur das zählt. Je lui ai fait savoir que le coltan est utilisé pour la fabrication des téléphones, parce qu'il ne le sait pas. Il sait que c'est un produit de valeur, mais il ne sait pas à quoi ça sert.
Das liegt halt auch an der Aufklärung. Was mit denen gemacht wird, wo die hingehen, wer die verarbeitet, das ist völlig unklar. Auch in der Bevölkerung. Und dadurch bilden sich ja viele Gerüchte und Mythen. Und das aber selbst im Westen ist es weit verbreitet. Also wir hören immer diese Geschichte, dass 45% vom Koltan aus Kongo kommt. Und das ist völliger Quatsch. Das liegt an der falschen Umrechnung, die einmal ein Journalist vor 10 Jahren gemacht hat. Die Verwechslung hält sich hartnäckig. Fakt ist, knapp 10% des weltweit verarbeiteten Tantals stammen aus dem Kongo. Der Abbau bringt nicht nur Krieg, sondern auch Arbeit. Er ist deshalb von großer Bedeutung für die Bevölkerung. 1,5 Millionen Bergleute ernähren fast 10 Millionen Menschen. Für dieses Kilo bekommt der Kleinbergbauer umgerechnet etwa 4,50 Euro. Es ist sein Tagesverdienst. Für heute gerade genug für sich und seine Familie. Aber die Preise schwanken stark. Die Minenfirma MMR kauft und verfeinert das Material. Durch den Herkunftsnachweis verspricht sich die indische Firma, Weltmarktführer für geprüfte Mineralien zu werden. Aber absolute Sicherheit gibt es im Kriegschaos nie. Kongo ist ein bedeutender Produzent von diesem Rohstoff. Da ist also noch viel Potenzial vorhanden. Und es wird natürlich, die Bedeutung wird steigen, weil die Lagerstätten in Australien und Brasilien langsam ausgebeutet sind. Geopolitik zum Anfassen. Jetzt fällt die Entscheidung über die 15. Verlängerung des Mandats, des teuersten in der Geschichte der UNO. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation concernant la République démocratique du Congo. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S-2015-209 lèvent la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. La séance est levée. Der Kompromiss? Die UNO beschließt, die Truppen langsam um 2000 Mann zu reduzieren. Statt 6000, wie vom Regime gefordert. Martin Koblers Mission kann also weitergehen. Er muss jetzt nach Kinshasa, um von neuem mit dem Regime zu verhandeln. Sein Ziel, die Zusammenarbeit im Kampf gegen die FDLR-Rebellen wieder aufzunehmen. Das ist eine klare Aufgabe und eine klare Weisung der Staatengemeinschaft, das so zu machen. Für flächendeckenden Frieden, wie viel Blauhelme wären wohl nötig für ein so riesiges Land? 1 Million? Und die Alternative, ein kompletter Abzug? Wir können nur rausgehen, wenn wir eine irreversible Situation schaffen. Wenn wirklich mir die Leute hier unterwegs nicht erzählen, aber die Rebellen sind hier in den Bergen. Hier ist es zwar okay, aber dort ist es nicht mehr okay und nachts kommen sie zurück. Das geht halt nicht. Unhaltbar ist auch die Situation für Chopper. Was passiert, wenn er in Kinshasa landet? Wartet dort der Geheimdienst? Und wann kommen seine Freunde aus dem Gefängnis frei? Un peu vivre comme ça, quoi. Pas communiquer. Je vais essayer d'aller chercher mon nouveau passeport. Et puis observer un peu les choses comme. En tout cas, j'essaierai d'être très prudent. Bezeichnend. Ein Land ohne funktionierende Verwaltung. Aber der Geheimdienst, der läuft wie geschmiert. Wirklichen Schutz kann Chopper von niemandem erwarten. Ihm bleibt eigentlich nur die Flucht. Et toi, tu étais détenu où? Où t'as pris Mathieu? Ok, ça va. Ah, je suis content. C'est maintenant qu'on vient de le libérer. Maintenant, là. Gaddafi, einer seiner beiden Angestellten, ist frei. Martin Kobler hat wohl hinter den Kulissen seinen Einfluss beim Regime spielen lassen. Doch der andere Freund ist noch immer im Geheimdienstgefängnis. J'avais très, très peur. Très peur.
C'est une salle entre 6 ou 7 mètres carrés comme ça. Et là-dedans, il y a 29 ou 30 détenus. J'ai trouvé même des amis qui ont fait plus de 6 mois. Et là c'est l'année. Chaos im Kongo. Zu diesem tragen das korrupte Regime und die gierige Elite bei. Sie unterdrücken, verdienen mit am Krieg und verhindern so Frieden und Wohlstand. Und Kabila klammert an der Macht. Ein Neuanfang ohne Wahlen ist ausgeschlossen. Aber auch UNO und Entwicklungshilfe sind schuld am großen Chaos. Sie füttern und festigen durch ihr Geld das Regime. Und wir Konsumenten? Der Kongo-Konflikt ist uns sehr nahe, immer dann, wenn wir telefonieren.